Im Streit um das Bürgergeld will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz anbieten, dass die Union noch in dieser Woche gemeinsam mit der Ampelkoalition die Regelsätze für Hartz IV anhebt. Es werde dem Partei- und Fraktionsvorstand vorgeschlagen, dass wir der Bundesregierung anbieten, noch in dieser Woche einen verbindlichen Beschluss über die Anhebung der Regelsätze zu treffen, sagte Merz in den ARD-Tagesthemen. Die Union sei mit der Höhe der Sätze einverstanden. Merz sagte weiter, dass der Streit um den Systemwechsel durch das sogenannte Bürgergeld dann separat ausgetragen werden könne. Nicht nur die Opposition, sondern auch die Fachverbände, die kommunalen Spitzenverbände sagten, dass dieses System die falsche Richtung und vor allem die falschen Anreize für den Arbeitsmarkt setzt. Dies werde auch durch Veränderungen, die die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, nicht korrigiert. Beim geplanten Bürgergeld seien Karenzzeiten und Schonvermögen zu großzügig.